So Leute, es geht weiter mit Risen und ich habe schon wieder vergessen, was ich am machen war. Deswegen darf ich wieder in der Hafenstadt gucken, was ich machen musste. Okay, ich habe keine Ahnung. Sagen wir es so einfach, so wie es ist. Deswegen rede ich erstmal mit dir. Patty sucht ihren Vater. Ah! Zeig mir mal jemanden, der nicht nach Kapitän Gregorius Stahlbart sucht, Mann. Gregorius. Ich weiß nur, dass er vor langer Zeit mal hier war. Aber wo er jetzt ist oder ob er überhaupt auf dieser Insel ist, weiß ich nicht. Ah, es fällt mir was ein. Ich will gar nicht mit dem fetten Klops da oben reden. Ich wollte und schon die ganze Zeit nach da hinten. Erstens auf dieses Schiff und zweitens dann noch, da hinten auf dieses Ding nehmen. Komm. Ach ja, und was ich noch gucken wollte, ich wollte so vieles machen. Habe ich denn Nautilus-Verwandlung? Aber ich benötige ein Siegel. Wir schwören mal schnell. Habe ich denn. Nee, so eine Schriftrolle davon habe ich auch nicht. Hey du, was lungerst du hier herum? Ja, hier hat keiner was zu suchen. Ich wollte nur gucken, was so in dem Dingen ist. Da, das ist perfekt. Mach dich nicht so wichtig. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe. Was glaubst du, wer du bist? Wenn du mir noch mal. Der Held in dem Spiel, du Mongo. Die Fresse, klar? Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Ja. Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov, einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Ha. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ah, so siehst du hier auch aus. Ich will mit Romanov sprechen. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Ja, das finde ich doch passend. Gib mir den Zellenschlüssel, oder ich prügle ihn aus dir heraus. Du Wicht, willst mir drohen? Da muss schon jemand anders kommen, Kollege. Aber wenn du unbedingt die Fresse poliert haben willst, da kann ich dir helfen. Ich sag's nicht noch einmal. Gib mir den Schlüssel. Ja, gib ihn mir. Du willst es nicht anders? Na gut. Zieh deine Waffe, du Wurm. Ich hab. Wo war nochmal Schnellspeichern? Moment. F8, glaube ich, oder? Hey. Na gut. So, du Mongo. Auf geht's. Mir fällt mal gerade so ein. Habe ich nicht irgendwie keine Heiltränke mehr? Wo willst du hin? Ja, warte mal, ich muss mir eben eine Heiltränke gucken. Ich schon sagen. Wo bist du denn? Da, komm her, komm her. Ich hau dir aufs Maul. So wie jetzt. Nimm deine Sachen. Klau dir alles. Mach die Tür auf und rede mit dem Romanov. Kann ich die Tür irgendwie zumachen? Nee. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Hm? Es ist best. Was hast du gesagt? Scheiße! Ah, meine Maus fuckt mich gerade herbe ab. Ah, reden wir weiter mit dir. Ich kann neben sitzen mit den Leuten reden. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Michail. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Kein Plan, wer du bist. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Heißt das, du bist kein Pirat?
Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha! Sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und jetzt nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ah, aber so ist es gewesen. Du das sagst. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Yep. Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius. Ja, ich weiß, wie der heißt. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm noch mal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Hm, interessant. Ja. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Los, meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Zu schlecht. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Aha. Eriksen hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Eriksen, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, das sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Ja. Was macht ein Freudenmädchen mit Stahlbarts Schlüssel? Ein Kerl wie Stahlbart hat überall seine Mädchen. Ich wusste, dass eins in Sonjas Bordell arbeitet. Eriksen sollte nach dem Mädchen suchen und durch sie etwas über Stahlbart herausfinden. Und was macht dieser Mistkerl? Lässt sich seine Beute abnehmen. Na schön. Gut, dass du zu mir damit gekommen bist, mein Junge. Warum nennen mich alle mein Junge? Ich sage dir jetzt, was du für mich tun wirst. Du gehst und findest Stahlbarts Baracke. Der Schlüssel wird dir wahrscheinlich die Tür dazu öffnen. Durchsuche die Baracke und komm wieder, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Verstanden? Ich denk gar nicht daran. Hahaha, du hast gar keine andere Wahl, mein Junge. Du steckst schon bis zum Hals in der Sache drin. Ja, ja, ja. Also beweg dich und mach hier keinen Aufstand, klar? Allerdings, wer von den braven Bla bla bla, das will keiner hören. Ja, ja, ein Sturm, das hatte ich auch. Du Hundesohn hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Echt? Na und? Was wirst du jetzt dagegen machen? Nochmal Prügel kassieren? Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Ich bin ein Weißer, du Idiot. Naja, war ja nichts Interessantes drin in diesem Typen. Was ist hier? Eine Fackel. Eine Muschel. Mehr nicht? Eine Fackel und eine Muschel? Oh, ein Weißer. Ey! Ja? Ist weiß. Du bewachst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. So wie ich. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Du bist ein Ordenskrieger. Unter anderem. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja. Ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Das ist auch gut. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Ja, genau. Also haben sie dich nicht gezwungen. Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an.
Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Schon mal einen Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkaizelle, oder? Der Mann in der Hafenkaizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Ja. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Oh. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Mhm. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Tja. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Na dann. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein. Wenn ich bloß wüsste, wo. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Da ist so viel Gelaber. Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung gehen. Alle sind voll auf Gold fixiert. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Da. Ich werde Romanovs Gold für dich finden. Hm, sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Weil ich gut bin. Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Ja, ihr seid auch schlecht. Aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Will ich auch meinen. Ah! Mauseinstellung viel zu. So, geht doch. Jetzt reden wir noch mit dieser Tuse da, die in der Kneipe ist. Gucken wir noch mit dir. Reden wir mit dir. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Das ist hier ätzend. Jetzt gehen wir ins Lager, gucken wir mal, was hier so ist. Ah! Raus! Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Verpiss dich bloß. So, ist klar. Da durfte ich rein, ne? Aber ins Lager nicht oder so. Reden wir mit dieser einen Tuse hier. Tuse. Ja. Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Emanuel, ist der super. Der Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so einem Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Hm. Kapitän Romanov sitzt in der Hafenkaserne. Das wird ätzend nur gelabert. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt. Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Vieles. Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Vasili glaubt nicht, dass dein Vater hier auf der Insel ist. Von Vasili habe ich auch nichts anderes erwartet. Immerhin kenne ich ihn ja schon eine Weile. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Ja, warte, ich war noch nicht fertig. Hier. Ich habe bei Erikson diesen Schlüssel gefunden. Zeig mal her. Er trägt die Initialen meines Vaters. Kein Zweifel. Mit diesem Schlüssel hat mein Vater seine Habe eingeschlossen. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo. Okay. Zeit ins Bordell zu gehen.
Du, alles nur so No-Name-Freaks. Nein, jetzt nicht. Dann nicht. Renor mit dir, du wolltest es immer. Es gibt gerade nichts Neues. Immer während einer Mission. Aber sonst nie. Sonst will sie nie mehr reden. Finde ich nicht so schön. So, ich muss jetzt bei ihr bezahlen, ne? Für deine Mädchen. Ich. Ja. Was will? Ja, was ich wissen will ist, du hast nichts, was ich wissen will. Dafür ist mein Gold zu schön, um es dir zu schenken. Du weißt doch bestimmt etwas. Du kennst Kapitän Stahlbart? Ach, ich wünschte, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Oh. Das Blaue vom Himmel hat er mir versprochen. Und dann war er eines Tages einfach verschwunden, der Schuft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war diese stinkende Baracke in der Gosse. Und was hat sie mir gebracht? Nichts als Ärger. Ah. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also lass mich damit in Ruhe, Ja, wo ist die Baracke denn? Ich will es nicht hören. Er chillt und badet. Die stinkende Baracke in der Gosse. Aha. Kannst du mir etwas davon was sagen? Was denn? Du. Reden.